endlich Advent, könnte man meinen. Plätzchen, Duft und Glühwein bzw. alternativ Punsch. Die richtig schöne Adventstimmung, die so langsam ins Haus einzieht. Der Adventskranz, der auf dem Tisch steht. All das und natürlich das dazugehörige Gefühl. Adventsgefühl, Wohligkeit, Besinnlichkeit, Wohlfühlgefühl sozusagen. Ich muss sagen, ich bin da irgendwie noch gar nicht angekommen. Da liegt noch so viel anderes irgendwie oben auf, so viel andere Gefühle, irgendwie so richtige Störgefühle, die so dieses typische Adventsgefühl bei mir gerade absolut nicht aufkommen lassen. Man könnte sagen, statt diesem Rot-Gold, das der Advent vielleicht sonst irgendwie so ist, ist das eher so ein Art lila Advent, zumindest fühlt sich so für mich an. Lila Zeiten. Und um die wird es auch jetzt in den nächsten Videos irgendwie gehen. Wenn du dich ähnlich fühlst und noch nicht so richtig in der Adventstimmung angekommen bist, dann ist das jetzt hier vielleicht das Richtige für dich. Und wenn du, was ich übrigens richtig verstehen könnte, eher gerade Ablenkung suchst und gute Laune, dann verlinke ich dir unten ein oder zwei Videos, dann guck doch vielleicht da rein oder such dir was ganz was anderes. Aber dann ist das hier, dann sind die lila Zeiten vielleicht eher nichts für dich. Entscheidest du frei für dich. Ich freue mich, wenn du mit hier bleibst und kannst gut verstehen, wenn du gerade was anderes für dich suchst. Lila Zeiten also. Also für mich fühlt sich Advent gerade auch noch ein bisschen traurig an. Ich muss gestehen, ich denke da an die 100.000 Corona-Toten und mehr, die wir in Deutschland irgendwie haben, die verstorben sind ob dieser Pandemie, und ich möchte für die gerne eine Kerze anzünden. Und es macht mich betroffen, irgendwie traurig, und irgendwie muss dieses Gefühl doch einen Ausdruck finden. Ich durfte in den letzten Monaten einige Menschen begleiten, die andere verloren haben, die liebe Menschen verloren haben. Und bei manchen hat man gemerkt, dieses Corona-Sterben, das ist ein anderes Sterben. Die waren vielleicht nicht mal so sehr von der Krankheit betroffen, aber doch irgendwie konnten sie sich nicht so verabschieden, wie sie das gern gewollt hätten. Das hat was mit denen gemacht. Für die brennt jetzt diese Kerze hier. Und dann gibt es die Einsamen, die sich vielleicht gerade nicht raustrauen, die Angst haben auf Kontakte, oder die vielleicht auch sonst in der Advents- und Weihnachtszeit gemerkt haben, das sind wenige Menschen irgendwie um mich rum, und die das in der jetzigen Zeit noch viel mehr merken. Auch für die soll es eine Kerze geben. Und dann ist da noch so viel mehr. Künstlerinnen und Künstler, die sich vielleicht auf ihre Auftritte gefreut haben, auf das ein oder andere Konzert in der Adventszeit, das jetzt dann doch irgendwie wieder nicht stattfinden kann oder ins Online verlagert werden muss. Und dann sind dann natürlich die ganzen Weihnachtsmärkte, beziehungsweise die ganzen Nicht-Weihnachtsmärkte mit dem ganzen Vorglühen und alles, was dazugehört, die jetzt nicht stattfinden können. Vielleicht ist es auch das eine Sportturnier, das du dir vorgenommen hast, das so das letzte Ziel für dieses Jahr war, das die Saison wunderbar abgerundet hätte und das jetzt leider Gottes nicht stattfinden kann. Oder was natürlich noch dazu gehört, ganze Shopping und Touren, Weihnachtsgeschenke schon mal einkaufen, am besten 3-4 Wochen vorab, und das in einer schönen, stimmigen Atmosphäre, ohne Bedenken zu haben, wen man irgendwie anrempelt oder wie schnell man in der Schlange irgendwie steht und wie viele Leute vor einem und wie nah und wie eng und sonst was. Auch da geht ein bisschen Stimmung, glaube ich, schon verloren. Oder wie sieht es mit den ausgelassenen Feiern irgendwie aus? Die ganzen Adventsfeiern, die irgendwie angedacht waren in Betrieben oder auch andernorts,
die jetzt vielleicht nicht oder dann doch irgendwie online stattfinden müssen. Oder Familienzusammenkünfte, wo ich vielleicht Bedenken habe, wie ich mit den Schwächeren, mit denen, die am wenigsten Schutz haben, umgehen kann. Oder vielleicht der Skiurlaub mit dem richtig tollen Après-Ski, der schon geplant war und den ich jetzt abgesagt habe. Oder einfach nur der Wunschvorstellung, dass Weihnachten doch mal wieder so richtig normal wie halt irgendwie immer und damit irgendwie auch gut passieren kann. Und bestimmt gehört dazu auch die Vorstellung vom Weihnachtsgottesdienst vollgerammelt bis oben hin, eine halbe Stunde vorher anstehen, um den Platz zu bekommen, das Odo-Fröhliche vielleicht sogar falsch mitsingen und doch dann einfach eine ganz normale Weihnachtsfeier zu haben. All das klingt anderes. Ist jetzt gerade nur eingeschränkt oder vielleicht gar nicht möglich. Und das macht mich traurig. Und habe mich gefreut, ich habe irgendwie auch schon fast ein bisschen gehofft, dass es vielleicht dieses Jahr anders sein könnte. Und jetzt ist es eben doch wieder so. Und ich glaube, es ist wichtig, einen Moment mal zu haben, um da Abschied von zu nehmen. Einen Moment, um der Trauer mal Platz zu geben und dann auch loszulassen, denn dann ist wieder Platz für anderes. Und es wird ja auch anders stattfinden in diesem so ganz anderen Advent. Es wird bestimmt irgendwelche Zoom-Weihnachtsfeiern geben, wo man oben an der Linse mit seinem Glühwein anstoßen kann. Und ich glaube, die können auch ganz nett sein. Es wird bestimmt Outdoor-Gottesdienste oder ganze alternative Formen irgendwie davon geben. Es wird WhatsApp-Adventskalender geben. Und was weiß ich nicht, irgendwie alles feiern. Für Menschen, die einsam sind und die trotzdem irgendwie zusammenkommen und vielleicht sogar gemeinsam essen können. So viele Möglichkeiten, eben wieder auf andere Art, manche schon erprobt und manche jetzt in der zweiten Weihnachtspandemie vielleicht doch mal ganz anders und kreativ. Und gerade eben freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Und vielleicht klingt auch das jetzt gerade noch schäbig, so richtig irgendwie daneben. So ein bisschen wie irgendwie hinter einem Bretterverschlag, der so ganz und gar nicht irgendwie zu dem Bild von Weihnachten oder Advent passt, dass wir so irgendwie davon haben. Und ich kenne noch einen Bretterverschlag, den vor 2000 Jahren, wo es auch Weihnachten wurde. Vielleicht schäbig und ungemütlich und doch erfüllt vom Sternenglanz, erfüllt von wunderbaren Klängen und erfüllt vom Licht der Hoffnung. Das Licht leuchtet in der Finsternis, aber es hat die Finsternis nicht angenommen. Ich glaube, ich hoffe, ich bin mir sicher. Auch in dieser Advents, auch für diese Weihnachtszeit wird es genügend Licht, wird es genügend Hoffnungsmomente und kreative Momente geben, die Freude machen. Da ist Licht im Dunkeln, hier und jetzt schon, mitten in diesem lila Advent. Manchmal unerwartet, unerhofft, ganz anders, als wir es vielleicht gewohnt sind. Und doch ist es da, hell, warm und gut. Ich bin mir sicher, wir werden es entdecken, immer wieder. Lass dich drauf ein, ich möchte mich drauf einlassen.